Herzlich willkommen zu meinem Let's Play zum LS15. Und zwar haben wir im Infovideo den Spielstand erstellt und mit original 00 Minuten und 4000 Euro werden wir ihn jetzt beginnen. Das Ganze ist auch zur Information für euch ein Nachspielen, also die erste Folge wurde schon mal hochgeladen. Ich habe allerdings mit dem Modder dieser Map am Samstag gesprochen. Und also wir haben heute Montag bei mir und oder jetzt schon fast Dienstag, gucken wir nach, Dienstag, und ich habe seit Samstag an der Map noch rumgebastelt und wollte keine neuen Folgen machen, da ich die erste Folge eh nachspielen muss. Also falls ihr die andere erste Folge nicht gesehen habt, das ist nicht schlimm, wir spielen ja alles nochmal. Falls ihr die andere erste Folge gesehen habt, wir machen hier prinzipiell dasselbe, vielleicht rede ich ein bisschen anderen Unsinn, aber ansonsten ist alles das gleiche. So. Ich habe, ja, jetzt, wie gesagt, seit Samstag, Mittag ungefähr an der Map gebaut. Es hat sich einiges verändert. Für Leute, die die alte Map noch kannten, die auch die 142 reicht da schon, die sehen, dass hier oben auch schon sich ein bisschen was verändert hat. Und, aber dazu mehr in der Map-Vorstellung, die kommt allerdings erst, wenn Mario das Ganze zum Download freigibt und wir das dann zusammen oder ich alleine vorstelle. Aber das kann sich noch ein, zwei Tage hinziehen. So, allerdings gehen wir jetzt erstmal dreschen. Was Wand. So. Machen wir erstmal unser Zoll-Mod-Gedöns aus unten. Ja, komm, die klappen das mal aus. Dann fangen wir hier oben mal an zu dreschen. Wo fangen wir an? Komm, dreschen wir von oben nach unten. Das ist vielleicht etwas angenehmer. So, wir arbeiten natürlich mit, das heißt natürlich, wir arbeiten mit GPS. So, nein, das ist natürlich nicht der richtige Winkel. Sind wir hier am Feldrand. Schreiben wir einmal New. Dann einmal hier Auto. Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso er sich hier nicht richtig ausrichtet. Machen wir es erstmal so. Also ohne den ohne GPS, weil irgendwie richtet er sich hier gerade nicht richtig aus, wieso auch immer er das nicht tut. Da werde ich nochmal nachforschen. Oh, das ja auch anpassen können hier, ne? Können ja auch hier. So. Also, das muss doch gehen hier. Mal hier auf New geht. Sehr merkwürdig. Egal. Für das Dreschen brauchen wir auch nicht unbedingt GPS. Halt den Mod einfach nochmal neu drauf bügeln. Vielleicht hat sich da irgendwas zerschossen. Wer weiß. Vielleicht kennt von euch jemand diesen Bug, dass er sich so schräg ausrichtet. Ich kenne ihn nicht. Würde ihn gerne kennen. Aber vielleicht kommt das noch. Das heißt, vielleicht, das wird auf jeden Fall auch kommen. Ja, werde ich rausfinden, wie ich den behebe. So. Jetzt fahren wir hier schön unsere Bahn. Also, für die Leute, die jetzt, quasi, für die das die erste Folge ist, wir spielen mit dem, nicht mit dem Güllemist Kalk Mod, sondern mit dem Soil Mod. Das ist, eine Veränderung im Spiel, was das Düngen angeht. Also es ist nicht mehr so, dass ihr einfach düngt und dann ist das Feld gedüngt oder nicht und dann habt ihr erhöhten Ertrag oder nicht, sondern es so ist so, dass wir, ich mache letztes Mal kurz einmal hier so verschiedene Layer haben. Das kann man uns einmal so darstellen oder jetzt unten rechts über der Geschwindigkeitsanzeige haben wir da verschiedene Parameter und anhand deren wird berechnet, wie gut oder wie schlecht oder wie viel oder wie wenig Ernte wir bekommen.
Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten, da jetzt zum Beispiel die Nährstoffe zu erhöhen oder den pH-Wert zu ändern, die Feuchtigkeit zu ändern oder Unkrautbefall vorzubeugen. Da haben wir tausend Möglichkeiten gefühlt und alle verändern unterschiedliche Sachen. Dazu gehört es vorher zum Beispiel, dass wenn wir Gülle auftragen und sie einfach nur liegen lassen, sich die Feuchtigkeit erhöht. Wenn wir sie in den Boden einarbeiten, kommen dann noch Nährstoffe dazu. Und so ist das Ganze quasi mit jedem aufgebaut. Wenn ihr mehr darüber, also genau das darüber erfahren wollt, die nächsten Tage kommt ein Tutorial oder morgen wahrscheinlich ein Tutorial von mir, was euch dann im Detail zeigt, was der Säulenmod verändert und wie man am besten damit arbeitet. Quasi halt ein einfaches Tutorial. Und weil das führt hier zu weit, also da kann man mal locker eine Stunde drüber reden und da hat man noch nicht alles gezeigt. Und deswegen, das behandeln wir nicht hier. Werdet zwangsläufig, da wir mit dem Säulenmod spielen, hier auch einiges mitnehmen können. Allerdings werde ich versuchen, diese ganze Theorie und was man mal wann, wo, auf welches Feld machen, wofür, so ein bisschen rauszulassen, weil es wird auf Dauer dann ziemlich trocken. Also wir setzen uns jetzt auf keinen Fall hier im Let's Play hin und sagen dann, ja, wir machen jetzt das drauf und da kriegen wir 0,2 davon und 1 davon und 4 davon und müssen wir das machen, damit wir da wieder weniger kriegen und ach, das haut nicht hin. So einen Käse machen wir hier nicht. Werde ich halt um das Ergebnis oder wieso wir was machen, werde ich es ja schon sagen, aber wir werden das hier nicht live berechnen, das führt zu weit, finde ich. Wir spielen übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Und ihr seht es auch oben, wir haben jetzt 0.38 Uhr, ich nehme quasi heute Nacht extra noch auf, damit wir morgen Folgen haben, weil ich halt vorhin erst mit der Map fertig geworden bin. Das ist immer noch für die Map-Verstellung, die alte gesehen haben, immer noch die Version 1. Immer noch die Version 1.5. Allerdings nicht mehr die in der Map-Vorstellung zu sehen war, also nicht mehr. 2 Millionen Änderungen. Oh, da waren wir voll. Müssen wir uns mal ein Stück zurück, müssen uns mal hier unser Fahrzeug holen. Hier ist er doch, der Gute. Das ist übrigens auch ein Mod. Es ist also ein Kleinlaster, den habe ich nur bei mir zum Start. Wenn ihr euch die Map runterladet, habt ihr den nicht. Dann habt ihr einen Trecker und zwei Brandner-Anhänger. Also das sind auch vom Füllvolumen her und vom Aussehen auch Brandner-Anhänger. Das sieht man ja hier nur, dass die ihr die als Anhänger habt und ich die mir als LKW hingestellt habe. Zumindest wenn der Mario und ich uns entscheiden, wirklich zwei Versionen rauszubringen. Also in der schweren Version hättet ihr die zwei Anhänger, in der leichten Version hättet ihr um einiges mehr als nur diese zwei Anhänger. So, fahren wir mal hier so schön neben ihm. So, der Drescher läuft zum Glück noch. Achso, er ist wieder in den LKW eingestiegen. Das ist unglaublich. Nicht in den LKW einsteigen. So. Ihr seht doch, der hat so eine etwas andere Textur. Beim Transportieren von Futtermitteln finde ich die eigentlich gar nicht schlecht. Hier beim Abtanken vom Drescher sieht das ein bisschen merkwürdig aus, finde ich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Es gibt noch einen etwas anderen, der kann ich zwar nicht ganz so viel laden, das ist eigentlich hier für die Map egal ist, aber der hat eine normale Plane, da bin ich noch am überlegen, ob ich den reinnehme, weil die Fill Planes halt hier, die gefallen mir nicht ganz so. So. Also was heißt, gefallen mir schon, gefallen mir richtig gut sogar. Es ist halt nur wirklich die Sache, dass die hier zum Drescherabtank nicht passen. Zum Abtransportieren von
von Lebensmitteln hier, also von Weizen und so weiter, ist das eigentlich recht geil. Müssten wir, schaffen wir es mit zweimal? Müssten wir eigentlich mit zweimal schaffen, oder? Na komm schon, auf geht's. Ihr seht auch schon hier bei der Map, wenn ihr sie nicht kennt, also die grob größten Änderungen sind am Hof, sondern noch einige ein bisschen außerhalb gemacht, aber die größten sind echt hier am Hof. Deswegen, wir werden wahrscheinlich relativ schnell uns ein paar Schafe organisieren, um da schon mal so ein bisschen Geld mitzumachen, denn wir haben auf jeden Fall Rasen, den wir wegbringen können. BGA wird am Anfang noch nichts. Der Grund ist, dass wir mit der BGA Extension spielen und dazu müssen wir die BGA erstmal für 240.000 kaufen. Das bedarf ein bisschen Vorbereitung. Also das dauert noch ein paar Folgen. Vorher will ich da auf jeden Fall auch schon Kühe haben. Das Stroh werden wir am Anfang erstmal zum Kompost machen, legen wir den Kompostmaster drauf. Das hat auch was mit dem Sollmod zu tun, und zwar hat Kompost, für die, die es nicht wissen, eine ganz besondere Eigenschaft, und zwar erhöht es als zweites Mittel den pH-Wert, und zwar nur um 0,2, Kalk erhöht um 0,7, neben ein paar anderen Eigenschaften natürlich, aber es ist halt, es gibt sonst nur Kalk, der den pH-Wert erhöht, und um auch mal einen pH-Wert in kleinen Schritten hochzukriegen, haben wir hier auf jeden Fall Kompost. Und Kompost kann man zwar auch, wenn ich den Preis hier auf der Map wirklich, ist das immer, macht keinen Gewinn, wenn man Stroh zu Kompost macht und den dann verkauft. Man kann ihn aber verkaufen. Obwohl Stroh zu Kompost weiß ich gar nicht. Aber man kann ja auch zum Beispiel Zuckerrüben oder Kartoffeln zu Kompost verarbeiten. Und diese normalen Fruchtsorten macht man keinen Gewinn mit bei Stroh und so weiß ich es jetzt gar nicht. Da könnte es sogar effektiver sein, wenn man es dann verkauft beim Gartencenter. Es ist so eine Abladestelle, so eine Halde. Da könntet ihr das dann verkaufen. Aber das machen wir nicht. Wir wollen am Anfang erstmal Kompost sammeln, damit wir dann, wenn wir die Felder hier wieder ansehen und es dann hier richtig losgeht mit Management, dass wir dann hier richtig, dass wir da auch schon Kompost haben. Ich meine, wir haben zwar keinen Anhänger dafür, fällt mir gerade ein. Also wir haben keinen Miststreuer, um es auf die Felder zu bringen. Aber das macht ja gar nichts. Wir können am Anfang schon mal ein bisschen sammeln. Wir haben ja auch noch, was den Kredit angeht, noch 50.000 noch oben offen. Also wir haben ein bisschen Luft, bevor wir pleite gehen. Die werden wir wahrscheinlich auch ausreizen am Anfang, gehe ich mal ganz stark davon aus. Weil das mit dem Dünger hier etwas anders läuft. Also wir haben es hier nicht so, dass der Dünger am Hof ist. Wir müssen den zum Hof holen. Am Hof ist hier in der Map bei mir eine zentrale Abladestation. Und da kann man dann den Dünger einlagern und die Sämaschinen befüllen und so weiter. Solange man das nicht macht oder noch nicht kann, muss man zum Landhandel runterfahren, um seine Düngerstreuer zu befüllen. Oder seine Saatmaschinen. Und da wir am Anfang da bestimmt so 8.000 oder so 5.000 Einheiten auf jeden Fall Saat und Dünger holen müssen oder holen werden, geht da schon einiges an Kohle drauf. Da werden wir schon wahrscheinlich schon einen kleinen Kredit für aufnehmen müssen, damit wir da nicht ins Minus rutschen. Aber wenn wir den dann haben, und wir können mal hier im Abladen fahren. Und danach, der erste Folge ist wahrscheinlich nochmal hier die Felder sehen. Mit allem Möglichen. Also, damit wir alle Fruchtsorten auf jeden Fall auf Halde haben, die wir abbauen können. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir hier am Anfang halt einfach
sobald eine große Nachfrage kommt, die auch nutzen können. Oh, nicht zu flott, mein Kleiner. Erster Schneidwerk runter. Ach, wir sind hier auf dem Schneidwerk, deswegen hat das V-Drücken nicht geklappt. Denn das sind, wir spielen ja auf schwer und da sind die großen Nachfragen unser ganz großer Schlüssel zum Erfolg. Ohne die wird das nichts, glaube ich. So. Abteilung kehrt. Komm, wir machen mal Allrad an, da geht das Ganze doch schon gleich viel besser, oder? So, Dalle. Sind wir auch gleich schon fertig? Ich freue mich da schon so ein bisschen drauf, wenn wir das erste Feld machen, ehrlich gesagt. Weil ich habe ja schon ewig kein LS mehr gespielt, zumindest nicht mit dem Zollmod und alles. Und ich freue mich da richtig drauf. Weil es halt nicht einfach nur so dieses stumpfe Düngen, abernten. Da ist jedes Ansehen von jedem Feld ist da anders. Also das macht echt einen heilen Spaß. Und es ist auch nicht, also hab da echt keine Scheu. Wenn man sich diesen Zollmod am Anfang anguckt, der denkt mal, oh, boah, das ist echt heftig. Aber so schlimm ist es gar nicht. Man muss sich halt nur einmal reinfuchsen. Man muss halt einmal anfangen und am besten sich alles ausdrucken und aufschreiben und an die Wand pinnen und so, habe ich auch gemacht. Und damit ich nachgucken kann, was bringt und was, wo, wer braucht und bla. Und wenn man dann so 3-4 Felder gemacht hat, dann geht das schon viel, viel besser. Dann braucht man da eigentlich nur noch die Liste, bis man hier, was die ganzen einzelnen Düngearten genau bringen. Und wenn man dann mal so eine Woche Urlaub hat und gespielt hat, dann ist es auf jeden Fall drin. Warum sich da überhaupt keine Gedanken mehr machen? Ich habe nämlich am Anfang auch überlegt, als ich den Zollmod das erste Mal gespielt habe, ja, was machen wir damit? Machen wir es? Machen wir es nicht? Oder ne, ist es dir vielleicht zu schwer oder nicht? Aber ich habe es dann halt hab dann halt gesagt, komm, wir machen's doch. Und es war eine gute Entscheidung. Eine echt gute Entscheidung. Der Spielspaß, ne, der geht um das 2-Millionenfache nach oben. Ganz ehrlich. So. Na, hier müssen wir nochmal ganz kurz ran. Guckt da doch schon was aus? Ja, so ein bisschen was. Der Grund, wieso ich das jetzt noch weggemacht habe, für die, die es nicht wissen, ist, dass so Pflanzenreste, die auf dem Boden sind, also Pflanzen, die da noch stehen, egal ob sie jetzt verwelkt sind oder nicht, ne, dass die, die bringen eine gewisse Düngung. Und wenn wir die jetzt stehen lassen und dann unterkrubbern oder unterflügen, dann haben wir kein gleichmäßiges Feld mehr. Dann haben wir an der Stelle andere Nährstoffe. Und das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Sobald wir da unterschiedliche Nährstoffe haben, also an einer Ecke mehr Nährstoffe und an der anderen weniger, dann wird's schwierig. Dann wird's echt schwierig, was das, was den Ertrag angeht, weil dann müsste man theoretisch an der Stelle etwas anders düngen, was man natürlich nicht macht. Oder habt ihr schon mal einen Bauer gesehen, der hier auf dem Feld sich aufzeichnet, die Ecke muss ich so düngen und die Ecke muss ich so düngen und dann fährt er zickzack und die Bahn lässt er aus und da macht er was anderes. Es ist viel zu viel Aufwand, das macht man halt auch nicht. Man düngt gleichmäßig, so dass man den größtmöglichen Ertrag halt trotzdem noch rauskriegt, ne? So, wir hängen uns ja schon mal das andere Schneidwerk an. Stellen wir uns hier, lassen wir den Drescher erstmal hier stehen. Da stehen wir richtig? Ja, sind wir nach vorne, genau.
So. Laden wir ihn mal aus. Ah, auf geht's, komm schon. Wir haben ja auch den, also ist die ganzen Materialien liegen hier mehr. Ich habe einen Mod drauf, der das Gewicht realistischer macht. Also er macht es nicht auf realistisch. LS-Standards sind 50% des realistischen Gewichtes. So, genau. Und der Mod macht standardmäßig auf 100%, also auf das realistische Gewicht. Das machen wir aber nicht. Ich habe es stehen auf 75% des Realistischen, also des Gewichtes. Des realistischen Gewichtes haben wir 75%. Das ist schon um einiges mehr. Die Maschinen müssen schon mehr ackern. Das macht auch wesentlich mehr Spaß, wenn eine Maschine mal ordentlich ziehen muss. Das Problem ist, wenn ihr es wirklich auf 100% stellt, dass ihr auf die Silos nicht mehr drauf kommt mit den großen, selbst mit dem größten Trecker, mit dem großen Ladewagen, kommt ihr auf die Silos nicht mehr drauf. So, hier lassen wir den Anhänger stehen, falls wir unten sind, wenn wir bei dem Feld. Dann fahren wir den LKW hoch, falls wir oben, hier oben sind bei dem Feldberg. Geht doch mal mit der Kamera aus dem Gemüse. Also unglaublich. Ah, dann stellen wir den nämlich fix hier oben hin. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht tauschen wir den LKW nochmal, aber jetzt verhalten wir ihn erstmal. So, stellen wir hier ab. Jetzt holen wir uns mal einen Trecker. Wir haben jetzt hier den Howland mit Schaufel, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir nehmen den Bührer, der reicht vollkommen aus. So, nehmen wir den mal an. Müssen wir hier mal kurz hier das Tor zuschieben. Dann schieben wir das Tor mal auf. Wir hätten auch nur das aufschieben können, dann hätten wir auch bei dem anderen Tor gestanden. So, jetzt holen wir uns den Strohladewagen, machen den einmal voll und fahren dann runter zum Komposter. Dann könnt ihr den auch schon mal sehen, wo der verbaut ist. Und das war's dann auch mit der ersten Folge, wenn wir das gemacht haben allerdings erst. Ich weiß noch nicht, ob es dauerhaft 30 Minuten werden, die Folgen. Die erste wird jetzt erstmal 30 Minuten. Und mal gucken, ob es dauerhaft 30 Minuten werden. Ich vermute, während ich Urlaub habe, ja. Wenn ich keinen Urlaub mehr habe, weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Da ich ja noch ein bisschen mehr aufnehmen möchte, als nur das LS-Let's Play. Damit ihr nicht nur eine Sache hier auf dem Channel habt. Weil ihr kennt mich ja, ich bin ja auch so ein kleiner Minecraft-Freak. Ich überlege, ich trage mich ja immer noch schwanger mit dem Tacket. Also mit dem ehemaligen Tacket, jetzt ist es also mit Vize Beastpack, jetzt ist es Infinity, glaube ich. Das machen zwar einige, aber ich überlege immer noch, ob ich das mal spielen soll. Ich kenne mich da halt überhaupt nicht mit aus und müsste mich da halt erst reinfuchsen. Und da bin ich, da trage ich mich noch so ein bisschen schwanger mit, ganz ehrlich, ne? Ehrlich gesagt. Gucken, ob ich es mache oder nicht, ich weiß es noch nicht. Ein Projekt zum Säulenmod speziell kommt auf jeden Fall noch für ein LS. Ich weiß nicht, ob ich es alleine mache oder vielleicht machen da ein paar andere Jungs noch mit, dass ich halt mehr erklären kann. Und das ist dann so ein Projekt aus, weiß ich nicht, 10 Folgen oder so, wo halt dann wirklich mal explizit genau erklärt wird. Also wo ich dann mal explizit genau erkläre mit der Hilfe von ein paar Kollegen oder halt alleine, wie das alles funktioniert, wie man was am besten macht und das nicht nur auf einem Standardfeld, was halt diese Standardwerte hat, sondern auch mal auf einem Feld, was halt schon total verwurstelt ist, wo mal Unkraut drauf ist, was halt total ungleiche Werte hat und so weiter.
Da werde ich das dann mal in so einem kleinen Projekt, so 10, 15 Folgen lang, das mal erklären, dass ihr euch mal hinsetzen könnt am freien Nachmittag oder in eurem Urlaub oder so. Und dann könnt ihr euch die Folgen mal angucken zum Säulenmord und dann versteht man, also ich finde immer, das versteht man dann besser, wenn man dann mal so einige Folgen das durchgehen, einfach mal gesehen hat, wenn jemand damit arbeitet. Mit den ganzen Hintergründen halt und nicht nur einfach, es hat mich jedoch was angeflogen und nicht nur einfach gesagt gekriegt hat, ja, das funktioniert so und so, mach mal. Jetzt nervt mich doch hier so ein Fliegenvieh eigentlich als. Muss ich gleich erstmal schleunigst entsorgen. Ja, das ist echt schlimm, das ist zurzeit kochend heiß. Meine Wasserkühlung unterm Schreibtisch, die pustet da gefühlte 83 Grad raus. Und brät mich. Also in aller höchster Form. Bin nachher gut durch. Oh, die. Welcher ist denn? Eigentlich egal, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, oh, habt ihr eine Wasserkühlung zu Hause? Im normalen Rechner ist es ja schon schlimm. Also, weil wenn hier die warme Luft rauskommt. Aber der Wasserkühlung, da ist es ja so, dass die Prozessorabwärme wirklich direkt nur hinten rauskommt. Die geht auch zu 100% raus. Die bleibt nicht da drin. Da gibt es keinen Wärmestau da drin oder so. Oder dass man mal sagen könnte, oh, das ist zwar im Rechner jetzt nur 10 Grad heißer. Nee. Zum Beispiel, wenn der Wasserkühler für den Prozessor hat, da geht wirklich die ganze Abwärme hinten raus. Und das kann warm werden. Wenn ihr da nicht nur für den Prozessor, sondern auch so eure Grafikkarte oder so die Kühlung umgebaut habt, dann Prost Mahlzeit. Da kann es echt hier ganz schön warm werden. Also noch zwei kleine Stellen, die müssen wir auch unbedingt einsammeln, damit wir wieder kein ungleiches Feld kriegen. Wenn wir dann im Grubber drüber fahren, dann haben wir da wieder Stroh untergegrubbert und das gibt da wieder andere Vitamine. Das ist natürlich dann Käse. So, jetzt haben wir da. Haben wir schon wieder einen Streifen fliegen lassen? Ich bin größeren Ladewagen. Oder ich bin einfach unfähig, kann auch sein. So lange nicht LS gespielt. Wahrscheinlich ist es das. Ja. Ich gehe jetzt gleich so hier auf Kammerjägerjagd, das glaubt ihr gar nicht. Also nicht Kammerjägerjagd, auf Insektenjagd. Da müssen wir noch nachhaken. So, und jetzt fahren wir zum Kompostmaster, laden wir unten noch aus und dann beenden wir die Folge. Wir haben die schon 28 Minuten. Eigentlich, wenn wir hier lang fahren, ist doch eigentlich Käse, oder? Ja, das ist Käse, wo wir jetzt lang fahren. Wir könnten mal auch reinkippen. Obwohl Stroh? Ne, Stroh können wir hier nicht reinkippen. Wo kann man hier nicht reinkippen? Hier können wir nur, also hier können wir zwar mehr reinkippen, weil wir mit der Silo Extension spielen, logischerweise, da wir mit der BA Extension spielen und die Mods sehr gut zusammenarbeiten, was getrocknetes Gras angeht. Da könnt ihr euch auch gerne meine Tutorial-Videos zum Vorstellungs-Tutorial-Videos zur BGA-Extension und zur Silo-Extension angucken, da wird das dann klar, wieso das gut ist, die beiden Mods zusammen zu nutzen. Ich werde ja auch versuchen, so möglichst viel Realismus reinzukriegen, was so Düngen und das ganze Krams angeht. Wenn ihr noch Mods kennt, die das Ganze noch realistischer machen, sagt Bescheid. Ich werde die dann einbauen mit ins Let's Play. Und das Ganze soll nämlich hier unter dem großen Stern Realismus stehen. Und ich hoffe, das kriegen wir hin. Das fahren wir hier schön rum. Ach, das ist noch eine Goldmünze. Unfassbar.
Bäh. Die Goldmünzen, die entferne ich noch bei uns in unserem Spielstand, denn wir wollen ja auf schwer spielen, wollen jetzt hier nicht mit Goldmünzen irgendwie. Einmal will ich die dann nicht auf der Karte haben, wenn ich 10 eingesammelt habe. Kaum noch ein Stück. Ach, wie es klemmt da an der Kante. Ah, es funktioniert schon. So. Und. Ach so. Ah, schön, du viel. Da steht jetzt Mist. Weil, ja, man muss halt irgendwas angeben, aber der nimmt halt alles an. Es wird dann halt nur zu Mist, sobald man es reinkippt. Da wandelt einfach nur Mist in Komposterde um und man kann aber mehr reinkippen. Ist halt etwas einfacher gelöst, ist dann halt etwas einfacher, was die Programmierung angeht. So. Ja. Wir haben jetzt 31 Minuten. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder hier im LS15. Und ich hoffe, wir können den Realismus noch irgendwie steigern. Wartet's ab, bis der Soulmod kommt. Das wird ja einen riesen Spaß machen. Glaubt mir. Bis zum nächsten Mal, euer Nemesis. Haut rein.